herzlich willkommen zum härtesten Quiz der Welt. Die hellsten Köpfe, die schlauesten Kandidaten im Kampf um den Sieg. Doch gewinnen kann nur der Allerklügste beim TV-Total Superbrain. Best of, los geht's. Violetta, erste Frage. In welcher Stadt steht der schiefe Turm von Pisa? Paris? Nee. Italien? Nee, die Stadt ist gesucht. Ich gebe weiter an Micha. Wo steht der schiefe Turm von Pisa? In Rom. Richtig! Nächste Frage. Vervollständige folgende Sprichwörter. Violetta, stille Wasser sind... Stille Wasser sind immer die ruhigsten? Richtig! Stille Wasser sind immer die ruhigsten. Unter den Blinden ist der Einäugige... Schlau. Richtig! Unter den Blinden ist der Einäugige schlau. Versuch du mal, Paul. Unter den Blinden ist der Einäugige Pirat. Unter den Blinden ist der Einäugige Pirat. Ein blindes Huhn findet auch mal... Ein Ei? Richtig! Ein blindes Huhn findet auch mal ein Ei. Lukas, welche Frisur ist von einem Indianerstamm abgeleitet? Fukuhila. Richtig! Fukuhila! Nächste Frage. Andi, was ist ein Anästhesist? Ein was? Ein Anästhesist. Was ist denn das? Das frage ich doch dich. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, nächste Frage. Andrea, für welches Wort stehen die vier Buchstaben in der Aufforderung, setz dich auf deine vier Buchstaben? Arsch. Jawohl, richtig. Die vier Buchstaben heißen Arsch. Dennis, wie heißt die Hauptstadt der Schweiz? Hauptstadt von der Schweiz. Hauptstadt von der Schweiz. Singapur. Richtig! Nächste Frage. Dilek, vervollständige die Titel folgender Kinderbücher. Die kleine Raupe. Weiß ich nicht. Emil und die. Weiß ich nicht. Puh, der. Zucker. Richtig! Puh, der Zucker! Aus der gleichen Kinderbuchreihe wie auch Ben der Dehnung. Das doppelte... Sandwich. Richtig! Wer liebt nicht das Kinderbuch, das doppelte Sandwich? Und der kleine Döner mit alles. Tim, was ist eine Bordsteinschwalbe? Eine Politesse. Bitte? Bordsteinschwalbe, Politesse. Richtig! Violetta, wofür steht die Abkürzung LKW? Halt die Fresse. Bitte? Halt die Fresse, nee. Wie weit ist beim Fußball der Elfmeterpunkt vom Tor entfernt? 12 Meter. Richtig! Oliver, welche beiden Länder schlossen sich 1990 zum vereinten Deutschland zusammen? Kann ich die Fragen mal hören? Ja klar. Welche beiden Länder schlossen sich 1990? Ach, DDR und der Osten. Richtig! Ach nee, schön wär's. Leider falsch. Vervollständige bitte folgende Kinderlieder. Alle Vögel sind schon... geflogen? Richtig! Manche fliegen hoch und manche fliegen runter. Dennis, mit welchen Tieren arbeiten Imker? Huskies, Hunde. Wer? Die Imkers. Natürlich, die Imkers arbeiten mit Huskies. Nicht zu verwechseln mit Bienen, die bekanntlich im Winter super Schlitten durch den Schnee ziehen können. Nächste Frage. Durch welches Land fließt der Panama-Kanal? Deutschland. Aber warum heißt er Panama-Kanal? Weil keiner aus Panama kommt, hingeleitet wird oder so. Richtig, der Panama-Kanal fließt von Deutschland nach Panama. Die Bauarbeiten haben sich übrigens ewig hingezogen, weil es so schwer war, den Atlantik zu teilen, um dort eine Wasserstraße zu errichten. Violetta, mit welchen drei Buchstaben wird das World Wide Web abgekürzt? WWF? Richtig! Die Abkürzung von World Wide Web ist natürlich WWF. Weitere Infos dazu unter wwftvtotal.de. Wie viele Räuber gibt es bei Alibaba und die 40 Räuber? 13 Räuber. Wie viele? 13. Richtig! Uschi, nenne einen berühmten Diktator. Ich kenne keinen. Keinen Diktator? Nee. Kleine Lebenshilfe, Uschi. Diktatoren sind alleinherrschende Politiker, die das ganze Volk unterwerfen. Jetzt eine Idee?
Dann sage ich jetzt einfach Angela Merkel oder so. Richtig. Nach welchen Hauptstadtbewohnern ist umgangssprachlich ein Verhütungsmittel benannt? Spirale. Und wie heißt die Hauptstadt? Spiral. Richtig. Die Hauptstadt Spiral. Wer kennt sie nicht? Die Form welches Kleidungsstückes hat Italien? T-Shirt. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Gucken wir mal nach. Wow, du hast recht. Genial. Nikolas, wo befindet sich im menschlichen Körper der Hammer? In der Hose. Bitte? Oliver, was ist passiert, als Judas Jesus geküsst hat? Er fühlte sich erregt. Richtig. Und damit steht der heutige Tagessieger fest. 500 Euro gehen an Oliver. Limburg is the place you can go. I say Limburg, da rockt der Bischof die Show. Ich sag Limburg, hat das doppelte Klo. Und drum sing mit mir zusammen. Im 20 steht da T, was von Eld. Im 20 steht da T.